und nochmal speichern, weil das so schön war. Wie viele sind denn das? Fünf? Oder sogar sechs? Ja, wieder super. Scheiße, was haben jetzt schon wieder für den Scheiß gemacht? Ich mache auch nur Unfug hier. Ach, der ist schon tot. Weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber es scheint richtig gut zu sein. Scheint ja irgendwas funktioniert zu haben. Was schreit der denn so? Eine Muschi, ey. Ich dachte, der ist Pyromant. Obwohl, ist er ja. Ist ja egal. So, Hund. Reiß ihn zu Boden. Und den Kopf, das kriegt er auch noch. Machen wir es mal auf die alte Art und Weise. Jawoll, 900er Crit. Haben wir sie doch beide. Ei. Sehen meine entzückten Augen denn da? Der Henkersumhang. Den habe ich ja schon. Warum, was habe ich da der nicht für einen Umhang? Ach so, das ist der Anwerbeumhang. Ja, jetzt verstehe ich. Waffenbrenndauer plus 2 Sekunden. Trefferwahrscheinlichkeit kann der auch gut gebrauchen. Jetzt machen wir jetzt auf in den Thronsaal. Da wird jemand sein blaues Wunder erleben. Hoffe ich. Und ich speichere nochmal. Ich bin ja jetzt ein bisschen schissig geworden, ehrlich gesagt. Ach, guck mal. Hier hat Varys uns das letzte Mal in Empfang genommen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hat er. Genau. Diesmal müssen wir über einen Geheimausgang raus. Der war doch vorher auch nicht richtig da, der Geheimgang, oder? So, Thronsaal. Ist die Königin eigentlich da? Keine Ahnung, wir werden sehen. Jetzt kommt ihr erstmal wieder. Ladescreen und dann kommen vermutlich wieder diverse Dialoge, wo Valar wieder sein ganzes Können zeigt und die FSK, die USK 16 deutlich in Frage stellt. Oder auch noch nicht. Spinnenweben? Da können auch mal wieder einer sauer machen, ne? Und keine Putzfrauen hier. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass da noch alles voll mit Wachen ist. Bei Varys ja sagt er, dass da keine mehr wären, aber ich bin mir da irgendwie nicht so sicher. Normalerweise müssten hier jetzt. Jetzt mit dem Bogen, mit Pfeil direkt in den Kopf. Komm.
Endlich ist er da, dieser Abschaum. Ihr habt aber lange gebraucht, um euch zu zeigen. Also mit Verstecken haben die es nicht so. Bin ich jetzt einmal unten? Abgeschlossen. Muss ich wohl unten lang. Na stimmt, hier geht's ja runter. Ist ja noch einfacher. Dann bin ich quasi direkt vor ihm. Sehr gut. So. An dieser Stelle wird nochmal gespeichert, für alle Fälle. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der jetzt wirklich schwer wird oder ob wir dem zu zweit einfach mal eben niederkloppen. Jetzt werdet ihr sehen, zu was ich fähig bin. Valar, endlich wirst du für das, was du getan hast, bezahlen. Du wirst es bereuen, dich mit Haus Sarwick angelegt zu haben. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich auch den alten Reinald und den Rest deiner verdammten Familie umgebracht. Na los, Zeit zu sterben, ihr Greise. Yeah, ab geht's. Erstmal mache ich hier Hundegebrüll. Dann versuche ich mal das. Und das. Und Alistair läuft mal einen Meter weit weg. Okay, zu Boden geworfen geht schon mal. Das ist schon mal gut. Dann wird er jetzt in Brand gesteckt. Und wird abgefackelt. Beim Abfackeln kriegt er noch einen aufs Maul. Ist auch noch vom Hund. Mann, das geht ganz schön schnell. Ups. Upsala. Was war das jetzt? Jetzt habe ich irgendwas übersprungen, was ich nicht überspringen wollte. Tut mir leid. Ach, da ist der Schatten. Genau, den muss ich mir jetzt ja vorknüpfen. Jetzt habe ich die Thumoning, die Beschwörung von dem Schatten habe ich übersprungen aus Versehen. Kacke. Ich habe gedacht, ich wäre schon wieder im Kampfmodus. Das tut mir sehr leid. Das war nicht beabsichtigt. Wie viel Leben hat der Schatten denn? Alter Falter, kann man den in Brand stecken? Jetzt ja mal interessant. Ha, der kann brennen, geil. Das ist ja cool, der ist bestimmt anfällig gegen Brennen, kann ich mir vorstellen. Okay, ich muss irgendwas tun. Das ist nicht gut. Komm schon, brennen. Es ist vorbei, Valar. Macht der jetzt noch ein paar Schatten? Der hat jedes Mal wieder volle Leben. Das ist ja echt total krank. Okay, Harry, hol den Wagen. Niederreißen. Boden. Boden. Beide. Jawohl. Der brennt sogar auch. Das ist noch besser. Und Brandbeschleuniger. Na, es klappt gerade ganz gut, ey. Besser als erwartet sogar.
töte ihn. Jawohl. Einen Schatten habe ich. Und er kämpft immer noch gegen ihmchen hier. Er wird irgendwie immer stärker, kann das sein? Dringend mal irgendwie heilen oder so. Jetzt mal aufladen. Und wieder in Brand setzen. Jetzt. Jawohl, es bricht der andere Sony auch ab. Das ist sehr geil. Ach, Mist, nicht genügend Energie, das gibt's auch nicht. Komm, noch brennter. Komm schon. Jawohl. Er trinkt was. Macht so. Der Hund muss drauf. Schön, das hat funktioniert. Oh Gott. Das ist alles kompliziert. Ich habe nicht mehr viel Zeug. Was tun? Nee. Ach Quatsch, muss ich auf Fokus gehen? Ist weg. Geht das? Nicht, ich habe ihn tatsächlich so langsam. Hab ich ihn nicht? Ja, genau, auf dem Thron, natürlich. Endlich! Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Die Familie Westford bereitet mir wirklich Schwierigkeiten. Obwohl Serena und Tyr viel ergebener waren. Halt dein Maul, Valar! Sag mir. Hast du dich in all den Jahren nie gefragt, wie sie gestorben sind? Mach diesen Bastard fertig, Morse. Töte ihn. Du willst, dass ich die Klappe halte, nicht wahr, großer Bruder? Was hat das zu bedeuten, Alistair? Sag mir, Morse, was glaubst du, wer bei Serena war, als ich mich um deine Tochter gekümmert habe? Schnauze! Sie war wirklich reizend. Oh ja, yeah, endlich. Oh. Alistair?